Hi. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf den Tribünen. Wir beraten hier heute ein Thema, das mir als Wissenschaftler persönlich ein wichtiges Anliegen ist. Sicherheitsrelevante Forschung unterliegt in der Wissenschaft stets dem Dilemma und liegt damit in dem Spannungsfeld von wissenschaftlicher Verantwortung einerseits und der notwendigen Forschungsfreiheit andererseits. Wir sprechen hier von dem sogenannten Dual-Use-Dilemma, das heißt, dass Forschung infolge einer doppelten Verwendungszwecke sowohl Segen als auch Fluch sein kann, dem sogenannten Dual-Use-Research of Concern. Im Positiven bedeutet dies, dass Forschungsergebnisse der Lebenswissenschaften, die nicht zuletzt auch für die Bekämpfung zum Beispiel von Krankheiten, Infektionen und Viren dringend benötigt werden, zugleich auch das Potenzial bieten, großen Schaden anzurichten, denn die gewonnenen Erkenntnisse haben Nutzen und Gefahr in sich zugleich und sind daher untrennbar. Im negativen Sinne kann dies aber auch das Risiko bergen, dass die Erkenntnisse halt zu kriminellen Verfahren bzw. Absichten missbraucht werden. Lassen Sie mich dazu folgende Beispiele von Dual-Use-relevanten allgemeinen Wissenschaftsthemen benennen. Ja, es ist richtig, dass die Forschung an autonomen Flugkörpern natürlich zum einen es ermöglichen, dass wir Dinge in Bereiche bringen können, wo Patienten liegen, die dann entsprechend zurückfunken an Fahrzeuge, was da entsprechend notwendig ist. Aber man kann daraus natürlich auch Drohnen machen, die hässliche Dinge machen, keine Frage. Wir können mittels Retroviren Möglichkeiten nutzen, diese Viren an Stellen des Körpers zu bringen, wo sie segensreich tätig werden. Wir können aus ihnen natürlich genauso biologische Kampfmittel machen, überhaupt keine Frage. Das ist aber weniger eine Frage der Wissenschaft und Forschung. Das ist vielmehr eine Frage der Anwendung dieser Techniken nachher im Nachgang. Die Bundesregierung hat dieses Dilemma bereits im Jahre 2012 erkannt und eine Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zur Biosicherheit und Forschungsfreiheit in Auftrag gegeben. September 2013 sind die interdisziplinär forschenden Institutionen in Deutschland in Arbeitsgruppen angeleitet durch die Leopoldina und die DFG zu dem Schluss gekommen und haben diesen vorgestellt. Wir sind uns spätestens nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des Deutschen Ethikrates in 2014 darüber bewusst, dass ein Missbrauch von Forschungsergebnissen reduziert werden muss. Das ist völlig logisch. Ein öffentliches Fachgespräch im November 2015 zum Thema wissenschaftliche Verantwortung zeigt ebenfalls eingehende Einigkeit darüber. Klar wurde aber auch, dass bei einer sorgfältigen Abwägung der Risiken und Chancen Antworten auf wichtige gesellschaftliche Herausforderungen der Zukunft eben durch diese Forschung gegeben werden kann. Schließlich und endlich wurde im März 2015 ein gemeinsamer Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung von der DFG und Leopoldina berufen, mit dem Ziel, bis 2017 an allen deutschen Forschungseinrichtungen Kommissionen für Ethik in der Forschung einzurichten. Wir stellen also fest, dass die wissenschaftliche Forschungslandschaft ihrer Verantwortung hier sehr bewusst ist und sich diesem wichtigen Thema zügig angenommen hat. In dem jetzt nun vorliegenden Antrag aus Ende September letzten Jahres wird gefordert, Gesetze zum Umgang mit biosicherheitsrelevanter Forschungsvorhaben auf den Weg zu bringen. Sie fordern die umfassende Verschärfung gesetzlicher Auflagen mit sehr detailliertem und festgelegtem Geltungsbereich. Eine weitere Verschärfung aber der gesetzlichen Regelung würde hier zugleich auch die Forschungsfreiheit in erheblichem Maße einschränken. Dies gefährdet die Flexibilität im Sinne der segensreichen wissenschaftlichen Selbstbestimmung des Forschenden in nicht unerheblichem Maße. Und daher lehnen wir dies ab. Wir unterstützen daher den begonnenen Weg der Forschungscommunity in Form der wesentlichen Elemente Kommission für Ethik und Forschung und dem gemeinsamen Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung. Diesen werden wir weiterverfolgen. Dies ist auch aus unserer Sicht der beste Weg, eine Selbstverpflichtung der Wissenschaft ohne Überregulierung und zusätzliche Gesetze. Wir wollen erreichen, dass Wissenschaftlerinnen sich ihrer Verantwortung in der Forschung bewusst sind. Zudem würde diese gesetzlichen Regelungen, die sie fordern, wesentlich weiter blocken und hemmen. Das beträfe dann die gesamte Forschung. Wenn Ihre neuen Regulierungswünsche in der Biowissenschaft, würden langfristig ausufernde Regulierungen in allen Forschungsbereichen zur Folge haben. Es wird klar, eine einheitliche Regelung seitens der Politik, also von außerhalb der Wissenschaft, ist hier nicht der richtige Weg. Wir grüßen daher die Aktivität der Wissenschaftsgemeinschaft in Deutschland in Form einer Selbstregulierung und Selbstverpflichtung, um den komplexen und häufig unberechenbaren Risiken von Forschung gerecht zu werden.
Denn wie Goethe einst bemerkte, den ich sehr mag, an dieser Stelle immer wieder gerne zitiere, der Wissenschaftler muss durch sein Tun und Handeln immer wieder kundtun, dass er zum humanen Teil der Menschheit gehört. Daher begrüßen wir die Schritte, nicht blind, aber wir werden sie weiter eng begleiten, kritisch begleiten. Aber sie sind der richtige Wert, Forschungsfreiheit und ethische Verantwortung in der Forschung miteinander zu kombinieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner, Ralf Lenkert für Die Linke.